Cut. Nou, van pitten. Redpack ist für mich etwas Ironisches, etwas Kindisches manchmal, manchmal auch etwas Kritisches. Wie, wo man als Bub im Gebüsch gehockt ist und gewartet hat, bis man am Schnürli ziehen kann. Perfekt! Voll und hundertprozentig und rundum verwirrt. Volle Rose, Kaffee! Wir versuchen einem Schweizer, seinen Humor, den er eigentlich hat, näher zu bringen. Oh Gott! Die Sendung Red Pack hat wirklich eine grosse Bandbreite. Ganz unterschiedliche Humorebenen. Und die Herausforderung für jeden Zuschauer ist natürlich, dass man sich auf das voll einlässt. Können Sie bitte mal das Fahrzeug stoppen? Hallo, anhalten. Red Pack ist versteckte Kamera. Und eigentlich so etwas wie eine Sozialstudie von der Schweiz. Neben mir der Herr Weiermann. Herr Weiermann, warum die Geschlechtsoperation? Was? Was Geschlechtsoperation? Dominik Gysin hat die Schauspielschule gemacht, war Radiomoderator, eine ideale Kombination. Zugetraut, dass er vom Pizzaiolo bis zum Anwalt alles kann spielen. Nur rein äußerlich, von seinem Auftritt her, die dunklen Haare, die grosse Kostüme, hat er in der deutschen Straße wirklich alles gemacht. Ah! Hummer und Citron, eine Bechamelsauce auf einem Gemüsebett! Gabor Nemeth hat die Schauspielschule gemacht, hat auch eine artistische Ausbildung und ist eigentlich das völlige Gegenteil von Dominik. Er ist klein, fein, blond, aber er ist natürlich alles andere als schüch. Er ist nicht aufs Maul gefallen. 5 Jahre hast du nicht gemeldet. Lass mich ausreden. Ja. Hast du eigentlich das Gefühl, Julia hat kein Interesse, wer ihre Mutter ist? Meinst du, sie hat es nicht interessiert? Aber ich habe dazu gelernt. Und immer, wenn es irgendwelche Szenen gegeben hat, wo man vollen Körpereinsatz hat müssen leisten, haben wir uns auf den Gabor gelegt. Chris Sulzer hat als Moderator und Produzent von Red Pack eigentlich seine Stärke als Allrounder ausnutzen. I'm singing in the rain, I'm singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. Hinter der Kamera die Fäden zusammen, vor allem wenn es so um den Inhalt gegangen ist. Und vor der Kamera war wir froh um sein Improvisationstalent. Das weibliche Rind ist ja, glaube ich, das Rind und das männliche Rind ist ja dann der Büffel. Ja, genau. Ist das wie bei den Menschen? Ja. Es ist wichtig, dass wir unterschiedliche Typen hatten, weil wir gewusst haben, wir werden rein von den Sketchen her auch alles müssen absetzen. Das Erste, was wir machen, ist, wir setzen uns zusammen und machen ein Brainstorming. Das heisst, wir versuchen, all unsere kreativen Gedanken auf den Tisch zu legen. Es ist eigentlich eine Fleissarbeit. Das hat mit Lustig haben überhaupt nichts zu tun, sondern es ist wirklich Konstruieren von einem Sketch, was du brauchst, um etwas Lustiges zu machen. Nachher schreiben wir uns das Sketch mal grundsätzlich aufschreiben. Machen wir eine erste Version davon und probieren die auch aus. Also sprechen die zusammen durch, schauen, wo ist die Pointe oder wo können die Pointe liegen. Der nächste Schritt ist das Erstellen eines Drehplans. Das heisst, man nimmt die 150 Sketches, die man machen möchte, und tut die dann auf die einzelnen Tage verteilen, die man möchte drehen. Und was wir alles auch nicht unterschätzen dürfen, sind Kostüme und Requisiten. Wir wollen ja möglichst authentisch sein auf der Straße. Die Leute sollen uns ja glauben, was wir da machen. Also all diese Sachen müssen funktionieren und sie müssen echt aussehen. Sulzer von der Grosse. Das ist ein Detail. Und erst dann kann man dann drehen. I woke up this morning, got myself a gun. Mama always said I'd be there, chose on one. So,
Guten Morgen miteinander. Wir sind heute hier in Wittikofen, drehen den Rest des Tages hier. Ab heute ist hier Schweizer Botschaft. Wir würden uns jetzt langsam vorbereiten, dass wir ab 12:30 drehbereit sind. Dass wir dann die Leute, die ab dann heimkommen, dass wir dann die verwünschen. Dann haben wir uns um 12:30 Zeit, uns bereit zu machen. Gut. Und Marsch. Die Herausforderung von einem Dreh mit versteckter Kamera bei Red Pack ist vor allem, dass man versucht, einen Sketch zu inszenieren in einem realen Umfeld. Das heisst, man trifft vor Ort Gegebenheiten an, die man nicht beeinflussen kann. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Das verkompliziert eigentlich alles. Man kann dann nicht sperren, Leute laufen durch, Autos fahren vorbei. Schön, wie der Lastwagen das macht. Man hat gut gestartet, man hatte einen super Passant gehabt und man musste den Sketch eigentlich abbrechen und musste dann nochmal von vorne anfangen. Red Pack ist ein organisiertes Chaos, das aber trotzdem auf irgendeine Kuhart funktioniert. Keiner weiss warum. Der Dominik ist ein lustiger Mensch. Er ist eine wandelnde One-Man-Show. Eigentlich. Muss es alles haben? Ja, ich hätte jetzt mal den grössten gegeben. Eigentlich fassen. Nein. Wenn er irgendwie kommt und wir warten zum Beispiel auf ihn, dann geht es höchstens 30 Sekunden und er hat die ganze Situation im Griff. Eine Kuh. Er ist, glaube ich, der beste Geschichtenerzähler, den ich kenne. ESA. Ja, das ist Elektroschock-Arbeitstherapie. Hat er mal wählen? Es ist lustig, wenn er irgendwo eintapst, umkehrt, anknallt. Sorry, ich weiss nicht, an was das liegt. Also ich persönlich finde das ganz eine grundelitäre Problematik. Und was willst du dagegen machen? Zuerst muss ich jetzt mal schiessen. Also der Dominik, den muss man einsetzen, wenn es autoritär glaubhaft wird. Also wenn Dominik mir sagt, du sitzt jetzt hier an, dann mach ich es. Was zeigst du mir, wo man das eingibt? Wo gibt man das ein? Da vorne. Frag. Entschuldigung, wie ist Ihre Postleitzahl? Der Dominik ist ein richtiger Schauspieler. Du kannst ihm sagen, kommt jetzt hier nackt oder Tram durch. Der Dominik macht das. Ein unglaublicher Körper. Sexy Hüftschwung. Erotisch, kann man schon sagen. Sinnlicher Mensch. Hier, früher im Kindergarten hatte ich Freundinnen, die wir hier gemacht haben. Ich war beim Radio und wollte eigentlich schon lange so etwas anderes. Wollen. Dann hat das Telefon geläutet. Und dann war Herr Sulzer dran. Ja, es geht um eine Comedy-Sendung vom Schweizer Fernsehen, macht das Casting. Er möchte mit dem reden vom Radio. Und ich so, ich will hier. Kann ich auch das Casting kommen? Und er so, ja. Yeah. Also ein Schicksalsschlag. Ich habe einfach im richtigen Moment das Telefon abgenommen. Grüezi wohl, Investment Consulting Management Gisin. Also, absoluter Lieblingscatch gibt es auch nicht. Das ist, glaube ich, so etwas, was Redback ausmacht. Man weiss am Morgen, wenn man aufsteht, nicht mehr genau, was man am Abend vorher gedreht hat. Jetzt gibt es von dieser Staffel an ich am tollsten gefunden zum Spielen. Da der Touristenwächter in Luzern. Hallo! Hallo, hallo! Hallo! Entschuldigung. Tourist. Tourismus. Tourist. Schweizer. Beamter, Schweiz. Ja. Ist gut. Weil man da so ein bisschen den Schweizer raushängen kann, der versucht, Englisch-Deutsch-Mischung zu reden. Okay, listen. No, no, Foto. No, klick, klick. Fertig. Das ist Schweizer Eigentum. A, das ist eine Figur, die ich extrem überzeichnet habe, durfte spielen. B, überrumpelt man dort Leute mit völlig absurden Begründungen, warum mit sie nicht gefötelt werden darf. Da steht. Kleber, ja. Kleber. So, dann hier. Gut Foto. Aha. Okay. Aber das ist jetzt meine, das ist nicht so still. Heilige Nacht, stille Nacht. Oh, deine Singer, brutal. Extrem anstrengend, so mässig kalt im Psycho-Engel-Kleidli. Ich hab's gerne gemacht, ich tu gerne singen.
Die grosse. Im Hinterding machen wir vorher dann zu. Mit. Man muss ja irgendwo eine Tür haben, dass man rein sieht. Ja, wenn du eine Tür hast, dann ist das keine Botschaft, oder? Die Schwierigkeit am Drehen grundsätzlich liegt natürlich drin, funktioniert der Sketch an sich. Da, was man sich vorher im Kopf überlegt hat, da, was das Blatt Papier geschrieben hat, ist das schlussendlich auch machbar in der Realität. Klappt es denn oder klappt es nicht? Da findest du meistens eben erst raus, wenn es denn so weit ist. Funkgerät. Ohrtest. Ja. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Dina, kannst du schauen, wenn Passanten kommen vorgenommen? Gabor kann extrem gut in Figuren hineingehen. Also, wenn der mal in einer Figur ist, Ding war, hat man ja fast nicht mehr daraus rausgeholt. Nein, es ist fertig. Es ist fertig. Sicher, ich habe David gerade Paket und der Rest kommt weg. Er kann gleichzeitig einen Polizist spielen, daran denken, ob jetzt das Requisit für einen nächsten Sketch, ob er das im Büro vergessen hat, ob die Kamera wirklich am richtigen Ort steht, ob der Ton eigentlich wirklich genug gut versteckt ist. Sehen Sie aber bitte nicht wackeln. Sind Sie so gut und hören Sie auf wackeln. Die Gabo ist einer der besten Psychos, die ich kenne. Ich habe Ihnen gesagt, ich fange jetzt ein neues Leben an. Ich suche eine Frau und gründe eine Familie. Ade, Herr Doktor. Hast du schon Kinder? Gabor ist jemand, den man gerne hat, glaub. Wenn man ihn sieht, zum ersten Mal sieht, dann findet man so, ach, das ist ein Netter. Das ist ein Scheiß! Die Tafel ist ein Scheiß! Der typische kleine Sonnenschein. Einfach durch seine ganze Erscheinung stellt er schon mal alle auf. Hallo. Einen schönen Tag, mein Sohn. Merci. Alles Gute. Und er ist natürlich auch einer, der sich sehr gerne genau vorbereitet auf die Szenen. Also er ist einer, der wirklich will verstehen, warum mache ich das so, warum bin ich jetzt so. Haben Sie das Problem nicht auch? Nein. Mit Ihrem Kleinen? Nein. Der fängt es gut, hä? Ah, das glaube ich schon. Früher und zwar nicht hin. Wir müssen Sie wahrscheinlich einschläfern lassen. Komm, Fuss. Komm. Ah, nein. Ich bin bei Redpack, weil ich Freude habe, auf Leute zuzugehen. Also, wenn man irgendwie so nah an jemandem steht und dem noch einen Bär aufbinden muss, dann dürfen wir uns begegnen. Jemandem darf sicher keine Schwierigkeit sein. Weg! Es stinkt! Ja. Soll ich es dir sagen? Ja. Ich sag's dir nicht! Ich bin bei Redpack, weil man kann mich verwandeln zur Frau. Amen! Also ich habe einfach jetzt die ganzen zwei Jahre sämtliche Frauen müssen spielen, immer. Bonjour, Madame. Können Sie mir sagen, wo... Oh! Hey! Oh! 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 Also am schönsten ist es eigentlich zum Spielen, wenn man selber lachen kann. Und dann, ein Moment war Elsa Küssi, mein heißgeliebte Elsa Küssi, in der Apotheke. Grüezi. Ja, sie Elsa Küssi haben. Die Frau will ein Küssi, ich gehe ins Lager als Apotheker und komme und die Apotheke wieder zurück. Ist die Kasse bedient? Ja. Ich stehe wieder hinter ihr und frage sie, ja, wird denn die Kasse nicht bedient? Ich gehe wieder zurück, komme wieder als Apotheker. Und ich glaube einfach selber in dem Moment nicht, dass die Frau mir das abkauft. Ein helles. Ein dunkelblaues. Ein dunkelblaues? Ja. Ah, Moment, schnell. Ich glaube, etwa viermal bin ich hin und her. Immer huren müssen säckeln und eine andere Jacke schnell angelegt. Ist immer noch niemand da? Er ist wieder gegangen. Aha. Das war doch ein Herr da, der das helle Füße hat. Ist jetzt schon wieder gegangen? Der ist schon reingekommen. Der ist nicht rum? Jetzt geht er sich suchen da rein. Er geht mich suchen? Ja. Und dann stehe ich neben ihr. Sie schaut mich an und in dem Moment verbessert sie mich einfach. Sie haben doch ein blaues Küsse wollen. Ja. Also? Gott, na Mann. David, du kannst hier die Kamera in diesem Gebüsch hier aufstellen. Denkst du irgendwie, du kannst doch nicht dort die Kamera anstellen. Die sieht wie jeder Mensch. Aber es funktioniert, es sieht nie jemand die Kamera. Da haben wir ja sämtliche Szenen versteckt dreht, ist die Problematik für den Kameramann die, dass er nicht immer sieht, was er dreht. Weil in vielen Situationen ist die Kamera irgendwo unter einem Badtüchlein oder in einer Tasche. Dann siehst du nicht, was du filmst. Und um diese Problematik zu beheben, haben wir ein spezielles Bildfunksystem entwickelt, das David kann via ein kleines Monitor, das er in ein Buch gebastelt hat, verfolgen, was seine Kamera macht.
Die Kamera kann man verstecken in einer Waschmaschine, in einem Bauhelm, oftmals im Auto, hinter einer Kartonwand, in einem Schulterpolster. Manchmal kann man sie einfach anstellen. Hinter einem Baum. Es ist sehr, sehr selten, dass jemand sagt, da ist die Kamera. Der Chris hat die Fähigkeit, alles auf einmal zu sehen. Eine Schärfe im Denken. Ich habe hier noch ein Express für Sie. Zum Wohl. Alle. Kreativ Kopf im Positiven und im Negativen. Jetzt machen wir vorwärts, drehen wir ein bisschen an. Jetzt würde ich die Seiten umblättern, aber so für die 1, 2. Was mir sehr gut gefällt, ist, wenn er den kleinen Trottel markiert. Jetzt live. In erst live, wenn jetzt. Wir erst live sind, ja. Wir sind. Wenn wir sind. Einer von der lustigsten Menschen, die ich kennengelernt habe, im Sinne von geniegrenzter Wahnsinn. Chris spielt gerne, also er singt gerne, er blödelt gerne um. Es ist nicht die Nachgeburt, die gesprengt wird, sondern die Fruchtblase. Und dann natürlich all die sprachgewandten Sachen. Also Leute um den Finger wickeln mit Texten, schon ein Eis drin. Erste Hilfe, oder sollte man eigentlich gerade einspringen? Das ist ein bisschen schlecht. Das ist gut, wenn Sie da vielleicht noch mal sagen könnten. Genau. Erste Hilfe, Punkto. Wie müssen wir dort am besten schnell reagieren? Also, er ist sehr musikalisch. You know the show Riverdance? Ja, das war ich in der vordersten Reihe. Show me the pride! Show me the pride! Come on, show me the pride! What's that, please? Show me the pride! So, Glom. Ist er ein Glom? Also in meiner Doppelfunktion ist es natürlich so, dass ich einerseits hinter der Kamera schauen kann und andererseits bin ich vor der Kamera. Ich glaube, der Vorteil liegt darin, dass ich während dem Spiel daran denken kann, was ich wahrscheinlich nachher als Produzent dazu denke. Ich glaube, die grösste Herausforderung ist die Situationskomik, die du fortlaufend musst generieren musst. Ja, länger als 2 Minuten hat der das eh nicht gemacht. Ja. Sind wir da endlich los? Keine Krankenkasse mehr, oder? Das ist halt damit schade. Das lustigste Erlebnis für mich war, als ich das erste Mal realisiert habe, dass die Schweizer tatsächlich glauben, was wir hier machen. Grüezi, Wohle. Da ist ein Kopf. Ich bin dort angesessen und habe mir eigentlich nicht einmal grossartig überlegt, wenn ich genau zu dem Mann sage. Dürfen Sie bitte kurz schnell auf die Waage aufstehen, ganz kurz einen Augenblick. Dass Sie selber schnell schauen. Selber habe ich an sich schon mal völlig absurd gefunden, dass wirklich einer meint, er müsse jetzt auf die Waage aufstehen, wo man normalerweise den Koffer draufstellt. Sie haben doch nicht zugenommen, seine Damen. Was? Ich habe zugenommen. Ja, Sie haben zugenommen. Ja, aber seit wann muss man auf dem Ding stehen? Nein, das ist eben neu, oder? Wir müssen den Koffer und Passagier legen. Ah, ja. Das ist wegen Benzinverbrauch, dass wir wissen, wie viel Benzin wir laden müssen. Ich habe dort wirklich Freude bekommen, mit dem zu schnurren. Weil der hat mir alles geglaubt. In die Heavy-Klasse können wir sie tun. Ja, was heisst das jetzt? Ja, das sind einfach die extra schweren. Halt. Nein, ja, jetzt aber einen Moment mal. Ich bin genau gleich schwer wie vor 3 Wochen. Auch. Sind Sie, haben Sie irgendwie Pizza gehabt, zwischen viel oder Teigwaren? Die lupfen halt sehr, oder? Nein, ich bin Küchenchef von Prof. Ich werde es wohl wissen. Ja. Ich sagt, er sei Koch und ich habe ja sicher nicht zugenommen. Können Sie mal fliegen und vielleicht heute Nacht essen? Dann würde es vielleicht mal lange. Und in diesem Moment hat es bei mir wirklich Klick gemacht und ich muss sagen, das ist jetzt einfach super, der kauft mir ab. Der ganze Blödsinn, den wir hier extra für ihn veranstaltet. David, da hier! Natürlich bekommen Sie für die Unkunft, blablabla, Nahrungsmittel. Tschüss, gehen wir die Hindern. Gut, dann hört das Ketchup. Gut, also, wir gehen jetzt alle inkognito auf Positionen. Und dann hoffen wir, dass uns irgendjemand das Ketchup auch abkauft. Kilo. Wir warten auf den Passant. Melanie, kannst du auch runter, bitte? Es geht mir durch, wenn jemand kommt. Es kommt jemand. Es kommt ein Herr mit Hund, Herr mit Hund. Michi, David, hast du noch einen Timecode? Der Timecode ist 2334. Er kommt. Er kommt, Achtung. Er bügt ab, gut. Bam, nochmal. Gut, nächst. Gut, die Schweizer sind zuerst einmal natürlich ein zurückhaltendes Volk. Das hat unsere Produktion, glaube ich, auch erheblich erschwert. Die Schweizer sind nicht Leute, die in eine Situation hineingehen und sich um das Problem kümmern wollen.
Im Gegensatz zum Beispiel zu den Deutschen. Na, es geht doch vor allem darum, dass man vor allem die Jugendlichen einbindet. Dass man sie beschäftigt. Mit jetzt. Die Deutschen kommen an und stürzen sich förmlich in eine Situation hinein. Was ist denn hier für eine Kacke los? Bist du durchgeknallt, oder was? Und dann ist die Schweizer und die Schweizer kommen an. Schauen wir mal und dann nehmen wir zuerst zwei Schritte zurück und denken, okay, jetzt gehe ich langsam wieder. Das ist so die schweizerische Haltung. Ich weiss gar nicht, was los ist. Dass man einfach das ganze Mal zuerst noch mal überlegt, bevor man etwas sagt. Hallo? Ja. Sind Sie noch da? Ja, ich bin da. Gut. Nicht zuletzt darum funktioniert in der Schweiz am besten Sketch, wo etwas mit Autorität zu tun hat. Sind das Sie auf dem Foto? Polizisten, Militär, Armee. So Figuren, die grundsätzlich eigentlich für Ordnung schauen. Und dann denkt der Schweizer nämlich, also wird das hier alles in Ordnung sein? Oh. Super. Es gibt doch niemand rum. Wenn du so Autoritätsfiguren bist, dann kannst du einfach sagen, Sie machen jetzt das mal. Alter, wenn Sie mit dem Velo noch fahren? Jetzt nicht mehr. Wenn man versucht, irgendetwas zu verkaufen, das gänzlich unwirklich ist, muss man dort abwägen, wie weit kann ich jetzt noch gehen, weil ich will ja eigentlich mit dem Holzhammer noch oben drauf hauen und gleichzeitig darf ich es nicht versauen. Schmidt. Herr Schmidt, ich wünsche Ihnen aus Einsiedeln die herzlichste Geburt. Grüezi, Herr Schmidt, hier ist Einsiedeln. Aber Sie glauben es uns ja, zum Erstaunen oftmals. Franzi, mein Käferli besteht das. Nein, ich bin nicht das Käferli. Was? Wir treffen uns morgen wie abgemacht am 4 Uhr hinter dem Bundeshaus. Lässt das kleine blaue Latex-Häschen an, wo jetzt ein Kampf. Ich möchte Ihnen aber zum Geburtstag gratulieren. Was ist das? Die ist mir schier einen Tag gerannt, oder? Also die, ist mir, die hat mich schier. Wir haben sie mit versteckter Kamera drin gelegt. Ist gut, ist gut. Ich habe es gedacht, also, manchmal ist eine Schiss. Also grundsätzlich muss man sagen, die Schweizer sind uns sehr entgegengekommen und sind uns gut gesinnt gewesen. Sie sind ein Arschloch, ein verdammt. Okay, Sie können fahren. Also je länger, je öfter werden wir erkannt. Am Anfang war es überhaupt kein Problem. Speziell schwierig ist es halt einfach, dass wir von den Promis nicht erkannt werden. Hörst du mich? Hörst du mich? So, Erich, dann gehen wir jetzt zum Gelben. Bitte, ich bin Schauspieler. Ich weiß, wovon ich spreche. Also, im Gegensatz zu einem normalen Red Pack-Sketch hast du bei einem Promi-Sketch das Hauptproblem, du hast genau einen Versuch. Ja, gibt es mich? Ja, aber gibt es mich? Geht's eigentlich noch? Willst du schmieren oder was? Bau ab, Arschloch. Also bei den prominenten Interviews wird es einfach immer sehr viel aufwendiger wie bei allen anderen. Da müssen wir auch mal ganze Sendungen erfinden. Also lass mal, jetzt muss ich sagen, dass du keine Ahnung hast, wer ich bin. Also das ist so etwas von unprofessionell, was ihr da macht. Ihr müsst doch wissen, wer er erwartet. Im Nachhinein muss ich sagen, ich hätte irgendwie etwas ahnen. Ich bin da also wirklich reingelaufen, ohne irgendwelche Vorbehalte. Ich sag noch, vielleicht noch schnell Ciao sagen. Ich jetzt gehen. Also, tschüss miteinander. Ist das noch drauf gewesen? Nein, das gut, danke Sie, danke euch allen, super Sendung, merci vielmals. Voll und hundertprozentig und rundum verwünscht. Jetzt sind die eigentlich Wahnsinn. Wir müssen alle viel besser vorbereitet sein, weil sich halt der Promi auch Medien mehr gewöhnt ist. Hey, Schirbi, lass zu, ich gehe schnell mit ihm eins schnappen. Ein anderes Mal vielleicht, gell? Ich muss weg. Nein, Moment, nein, das geht nicht. Ja, wo gehen Sie hin? Nein, das geht nicht, Leute. Normalerweise steht hier auf dem Dach, jetzt neben mir auf dem Boden, Christoph Sigrist, herzlich willkommen. Hallo. Redback ist eine meiner Lieblingssendungen. Andererseits ist natürlich das genau die Situation, die man immer im Hinterkopf hat. Auch hoffentlich komme ich in die versteckte Kamera. Hallo. Das ist verpackt. So bist du doch Christoph? Ja. Du bist so ein grosser Fan von mir. Oh, bitte, das Autogramm. Das ist doch der Sieger davon. Das ist der positioniert als Traumschwiegersohn. Und er hat es genossen, sichtlich genossen. Nicht ganz bis zum Schluss. Batsch reingehört. So ist es mir jetzt gegangen. Sigi! 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 Sigi!
jeden Promi haben wir uns überlegen, was will der, was will der gerne den Medien erzählen? Ricardo Cabanas, wir machen ein Porträt über dich. Nach so einem grossen Sieg, wenn ihr mal richtig gewonnen habt, dann rennen ihr alle im Garderobe, gehen ihr alle duschen, alle zusammen in einem Raum. Kannst du mal unseren Zuschauern vielleicht erklären, wie das so richtig abgeht dort drin? Ein lustiges Thema, Homosexualität im Fußball. Weil es etwas ist, wo man nicht darüber redet. Nein, es geht nicht ab. Es ist ganz normal. Ich weiß nicht, was da. Kann man auswählen, neben wem man duschen will? Ja, man kann es auswählen. Wenn einem besser gefällt, kann man neben dir anstehen. Also so die Überlegungen vom Promi während des Sketch ist so, das geht vorbei. Ich bleibe jetzt hier und lächle. Eine Schweißperle. Gabi, wir brauchen noch mal Bude für einen Ritschi. Also er wäre am liebsten aufgestanden, als ich davon gelaufen. Hätte aber nicht können. Ich glaube, wir können uns jetzt noch einmal ganz tiefgründig unterhalten. Du kennst doch sicher hier so ein Etablissement, wo ich dich auf ein, zwei Drinks einladen könnte. So, liebe Kinder, der Wuschel, der Wedel und der Pro sind jetzt wieder glücklich bei ihrer Familie daheim. Die Grundidee von dem Sketch: Nehmen wir doch eine Persönlichkeit, die am wenigsten in eine Kindersendung passt. Wer ist hinter dem grossen Schirm? Der Ueli. Hallo Ueli. Hallo, grüezi miteinander. Sagst du vielleicht dem Kind noch schnell Hoi Ueli? Hoi miteinander. Und ihm dort all die Fragen stellen, die sich sonst wahrscheinlich niemand getraut zum Fragen. Wie zum Beispiel, lügt ein Politiker? Meine Lehrerin Frau Klausen sagt, dass Politiker immer die Wahrheit sagen. Stimmt das? Ich würde sagen, bei mir stimmt es, weil ich würde mich nicht getrauen zu lügen. Aber ob das bei allen stimmt, da bin ich nicht ganz sicher. Vielleicht braucht man noch etwas mit Energie in dem ganzen Sketch. Also, was macht man in einer Kindersendung? Man tanzt! Freude Minute! Hallo, Hallo! Der Grund, warum der Sketch so gut funktioniert hat, war, der Uli Maurer hatte so ein Image. Und wenn man den Uli Maurer tanzen lässt, mit Häsli und mit Müsli, dann ist sein Image um 180 Grad gebaut. Tschüss, liebe Kinder! Ciao! Tschüss! Tschüss! Also, wenn man diese Arbeit macht, braucht es Ausdauer, sehr viel und Geduld. Manchmal warten wir stundenlang. Und dürfen ja in dem stundenlang Warten auch nicht abspannen. Weil es so machen kann, dann musst du bereit sein. Kommt eine Frau. Achtung. Gut, Achtung, Position. Rekorde. Kommt, Achtung, Rekorde, Rekorde. Das ist eine Dame mit braunen Haaren und einer Brille. Sketch fängt an. Sind Sie wohnhaft in Ihrer Wohnstätte hinter mir? Name? Welcher Stock? Sechster. Sechster Stock, Burkhardt. Cornelia, ja. Gut, so. Es braucht Mut. Mut und extremes Durchhaltevermögen. So, wir müssen das Haus einem anderen Zweck zuteilen. Dass wir in dem Gebäude müssen, die neue Schweizer Nationalbotschaft einrichten müssen, wo ich so ist. Ich glaube, die grösste Herausforderung ist, möglichst realistisch zu sein für dein Gegenüber. Gut, Frau Burkhardt, haben Sie jetzt momentan noch etwas in der Wohnung oben, das dringend ist? Irgendwelche Haustiere? Haustiere, ja, ja. Das Meersäule? Ja. Könnte man das allenfalls auch ersetzen? Ersetzen? Ja, nur falls irgendjemand draufsteht oder so. Aha. Schon wichtig, aber. Schon wichtig. Natürlich bietet Ihnen die Schweizer Eidgenossenschaft für die folgenden 10 Tage Naturali und eine Wohlentheke an. Nein, auf gar keinen Fall. Wie lange ist es jetzt? Für 10 Tage. Ist provisorisch einmal. Falls Sie sich weigern, dann hat er die Berechtigung, Sie zu verhaften, allenfalls auch zu verschiessen. Ich möchte mich im Namen der Schweiz an mich herzlich bedanken. Ich kann nur sagen, so die Bürger wie Sie, möchte ich mir weiterhin zählen. Die muss ja, das ist mir ganz übrig. Schweizer Fahne! Grüezi Morgen! Gut, dass jetzt deine Damen stossen. Wir warten, dass es unten ist. Die anderen können schon zu mir, kannst du das Sketch anschauen. Melanie, kannst du dich auflösen, die müssen wir haben.
Schauspielerisch war es eine Herausforderung, aber auch ein Genuss, so viele Rollen zu spielen, seine Schatten zu überspringen. Mir hat es extrem viel gebracht. Nein! Eine erstaunliche Erfahrung, ein gutes Team und wahnsinnig viel Lachen. Super, oder? Guten Abend! Ich habe noch nie bis jetzt in meinem kurzen Leben so eine intensive und erlebnisreiche Zeit gehabt, wie wir jetzt haben. Oder? Melanie, haben wir die Unterschrift? Ja, mich ist gut. Gut, danke, merci. Super. Den packen wir nächstes Sketch. Weißt du, das kannst du jetzt abstellen. Nein, Moment, du nicht. Ah. Super. Feindliche Parkhaus, komm in Mittag. Ey, so scheiß Job. Hey, bin ich weg. Nehmt die Brand, sie. Das ist doch hart! Das ist echt dick, die kam ja an. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Das ist echt dick, die kam ja an. Jetzt habe ich sie gesucht hier!